haben gleich mal eine Nachricht. Unsere wunderbare Düsseuse, die unvergleichliche Jennifer Stadelmeier, hat zum ersten Mal in 27 Jahren erwischt. Das heißt, sie bekommt kaum einen richtigen Ton raus. Also das tut mir für alle Fans wirklich leid. Aber mir tut es auch für die Hilde leid. Wir versuchen es jetzt mit Mikro, gelesen und die tiefen Töne. Also sie dann wirklich besonders mit Applaus bedenken. Was ist heute bloß mit der Luft los?
durch die Lüfte sausen schon Bilder, Radio, Telefon. Durch die Luft geht alles drahtlos und die Luft ist schon ganz drahtlos. Flugzeugluft hier alles schon, hört sich in den Lüften schwillt. Ferngespräch und Wagnerton und dazwischen saust ein Bild. Tausend Stumpf und Schaden, klopft man die Hausfassaden. Nächste baut man Häuser los, ganz und gar Fassaden los. Treppe sind wir überdrüssig, viel zu viel ist überflüssig. Von die Möbel aus der Wohnung, von dem, was die Stimme gehört. Ich behaupte ohne Schonung, jeder Mensch, der da ist, stört. Es liegt in der Luft eine Sachlichkeit, es liegt in der Luft eine Sachlichkeit, es liegt in der Luft, es liegt in der Luft, in der Luft. Es liegt in der Luft was Idiotisches, es liegt in der Luft was Idiotisches, es liegt in der Luft, es liegt in der Luft und es geht nicht mehr raus aus der Luft. Scheiden tut weh. Aber Abschied kann auch riesen Spaß machen. Und den wollen wir euch heute garantieren, indem wir euch durch einen Querschnitt von 27 Jahren die Achtlosen führen. Und mit dem letzten Lied waren wir bereits mittendrin in einem Programm der Revue der 20er Jahre, das wir allerdings leider 2020 nicht aufführen konnten. Wir sitzen süß und doof ohne Portemonnaie. Vor unserer leeren Gläser im Stammcafé. Mittags um 12 Uhr, wie sieht abends um 12 Uhr. Verkehrsinseln in den Meeren der Literatur. Schriftstellerin sind Oh,
alles viel, doch das war es viel. Aber manches habe ich doch verahnt. Schließlich bin ich auch ein Mensch. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber. Auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Freilich geht man mit den Jahren leichter auf den Liebesmarkt und umarmt sie dort in Scharen. Aber das Gefühl bleibt erstaunlich kühl, wenn man damit allzu wenig spart. Schließlich geht ja jedem Vorort einmal zu Ende. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber, auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Auch wenn man gut das Wandeln lernt auf der Landesmess, Lust in Kleingeld zu verwandeln, fällt doch niemals leicht. Nun, es wird erreicht, doch man wird auch älter unterwegs. Schließlich bleibt man ja nicht immer 17. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber, auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr?
Wenn es dort Mode ist, sie abzukramen oder mit dem Hammer belaut zu haben, tut es auch und freut sich halb tot. Wenn es Mode wird, die Brust zu färben oder fast mit dem Schatten den Bauch. Wenn es Mode wird, als Kind zu sterben oder sich die Hände gelb zu gerben, dass sie Handschuhen ähneln, tut es auch. Erich Kästner, einer unserer Lieblinge der bissigen Texte und Lieder, zu denen wir jetzt kommen und die mit zu unserer DNA gehören. Schließlich haben wir uns nicht umsonst die acht Losen genannt. Wir waren zunächst zu acht und daraus wurden dann die acht Losen. Der Chef hat mich mal ausgezahlt aus irgendeinem Grund. Der war immer so ein schlecht gelaunter Wesen. Da wünschte ich, er wäre tot und hat am nächsten geträumt. Und am nächsten Tag, da ist er tot gewesen. Mein Mann, das war ein Schlammschwanz. Sie wissen, was das heißt. Für was Ähnliches zu Hause ist zu klagen. Da träumte ich von seinem Tod. Und eine Woche drauf hat ein Riesen-LKW ihn überfahren. Ich gehe mit auf Fidschi, Puppe, kuscheln, kuscheln.
Fitsche will mein Fitsche sein. Ach, wie herrlich ist doch die Fitschei, dort lebt man steuerfrei und ohne Polizei. Auch vom Smoking kennt man keine Spur, dort kennt man eines nur, das ist die Nacktkultur. Ich lass mir meinen Körper schwarz bepinseln und fahre nach den Fidschi-Inseln, nach den Fidschi-Inseln. Dort ist doch alles paradiesisch neu. Ach, wie ich mich freu, ach, wie ich mich freu. Ich trage nur ein Feigenblatt mit Huschen, Huschen, Huschen und gehe mit einer Fidschi-Puppe kuschen. Sagen, aber was war daran jetzt bissig, bitte? Ja,
Ja, bissig hin oder her, Wolf. Ich hatte einfach Lust, dieses Lied zu singen. Lassen Sie es auch so, wenn man Ihnen was diktiert. Oder wenn ein Trottel Ihren Namen buchstabiert. Hätten Sie einfach unterscheiden. Na, dann können Sie das so wie ich nicht leiden. Nehmen Sie beim Zahnarzt jedes Mal den gleichen Schreck. Denn sobald Sie sitzen, sind die Schmerzen spurlos weg. Haben Sie einen Nacken und den Kummer gleich dazu. Dann sagen Sie mir, wie ich das tun. Ihr habt keine Lust, mit dir in Urlaub zu gehen. Ihr habt keine Lust, in deine Seele zu sehen. Denn in den Urlaub willst du mich infiziert werden. Und deine Seele kann mir ganz gestohlen werden. Ihr habt keine Lust, man kann dich nicht verzeihen. Ihr habt keine Lust, dein Schock gibt uns hier zu sein. Und wenn du mit mir redest, mach es klar. Und was noch besser wäre, gewöhnst dir ab. So, Feigheit, dann glauben Sie mir, sie tut das nicht aus Feigheit. Dann will sie irgendwas von Ihnen kriegen und wird sich dann am Abend an sich schmiegen. Sie küsst sie auf die Stirn oder Glatze und schreitet sie an dem und jedem Platze. Doch wenn sie sich dann zieht an ihre Brust, dann sagen sie, nein, ihr habt keine Lust. Dieser Satz, ich hab keine Lust, ist heute ein Privileg. Damit geht sie diesen Pflichten einfach aus dem Weg. Werden sie deine Arbeit immer müder? Na, dann sagen sie, hab keine Lust und legt sich nieder. Oder beispielsweise das Finanzamt hält nicht still, weil es sie zum Steuerzahlen überreden will. Manchmal ist es hartnäckig und gibt herum. Dann sagen sie dem Finanzamt, hören sie zu. Ihr habt keine Lust. Ich hab jetzt grad nichts im Bar, ihr habt keine Lust. Ich zahle im folgenden Jahr. Denn erstens müsste zahlen Überwindung. Und zweitens habe ich folgende Begründung. Ihr habt keine Lust. Ich geb das Geld nicht gern her, ihr habt keine Lust. Denn es verdient sich so schwer. Vielleicht hat das Finanzamt dann, ich brauch nicht. Denn schließlich zahle ich anderen Leuten auch nicht. Sollte das Finanzamt einen schicken und einen Kuckuck auf den Berserteppich beten, dann lassen Sie den Jüngster vergnügen, mit vorläufig bleibt auf der Teppich liegen und kommt am nächsten Tag in einen Wagen, um Ihren schönen Teppich beizutragen. Dann sagen Sie ganz einfach und bewusst, der Teppich bleibt, ihr habt keine Lust. Finden Sie den Blauen, kennen Sie den Rot, beide haben stark getroffen, beide sind sie tot. Kennen Sie den Schwarz, kennen Sie den Grün, beide liegen krank im Bett und schwitzen Aspirin. Da ich an Ihrer Stelle mich genieren, krank zu werden kann mir nicht passieren. Ihr habt keine Lust, ich bin der Kranksein nicht schlecht. Ihr habt keine Lust, ich bleib gesund, wenn ein Bett. Und wenn ein Doktor mir sagt, ich sei sehr krank, dann schrei ich ihn nur an und dann ist er dran. Ihr habt keine Lust, ein Kranker wird nicht verstehen. Ihr habt keine Lust, zu meinem Gefängnis zu gehen. Und wenn ich eine Stunde nicht verschränke, dann sag ich nur, er ist nicht da, dann ist er weg. Doch sollte sich einmal in meinem Leben der Tod trotz alledem zu mir begeben und sagen, lieber Freund, sei nicht beklommen, die Stunde schlägt, du musst jetzt mit mir kommen. Dann sag ich noch, es wird mir eine Freude sein, doch muss es wirklich ausgerechnet heute sein. Und dürfte dann was zögerst du musst, dann sag ich, nein, ich hab keine Lust. Von ferne sieht man noch zwei Lichter, ist mir schon dunkel
dann in den Wagen. Herzen schlagen, der Handel ist perfekt. Für eine großzügige Spende kriegt man am Ende fast jedes Großprojekt. Lacht der Herr Minister, denn er kennt dieses Geknister und er hat auf seinen Lippen eine kleine Melodie. Tango, go, 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 di. Wenn einer klopft und holt den Koti, nimmst du dir einfach einen an, weil wer was kann, ein und bist schmutti. Davon abhängt die Steuer von dem Schüler. Es gibt nichts, was den Blut okay hat. Denn alles, was wir haben, das haben wir sowieso schon auf Barabbas. Sind so frei gedenkt, dass sie glaubt ihm ja so gerne, ach, sie glaubt ihm fast das Wort. Und er küsst ihr Mund und Augen und so weiter und so fort. Lies und man liest,
Na ist doch wahr,
rüber, immer rüber, über die Bar. Sei doch nicht so dumm, Schatz, ein Cognac schadet nie. 10% vom Umsatz und 8% Garantie. Ein Portrait für den Herrn. Mal kommen sie auch mit ihren Frauen, das kann ich gut verstehen, in die Bar. Was die sich nämlich nicht getrauen, das wollen sie bei uns sehen in der Bar. Da haben sie nun die Frauen und manche sind so süß. Mädchen mit Gezumpel rum, da wird einem aber mies. Na ist doch wahr, na ist doch wahr. Immer rüber, immer rüber, über die Bar. Schon gebaut. Da heißt es dann, hier sitzen sie, nun na, so eine Frau wie sie, schon gebaut. Lieber Freund, es ist die Wahrheit, und wenn du dran erstickst, ich mixe Flips und Eierkoks, aber mit mir wird nicht gemixt. Na ist doch wahr, na ist doch wahr, immer rüber, immer rüber, über die Bar. Sei doch nicht so dumm, Schatz, ein Flip ist auch ganz fein. Nimm den Hecken, kannst dich liegen, aber wollt ich unterliegen, müsste ich keine unser
alten Schätze nennen, zu denen wir jetzt kommen. Zeitlose Lieder, die man immer wieder singen kann, meist ein bisschen pfiffig, ja, die wir immer wieder ganz besonders gerne singen. Viel Vergnügen. Schweinespeck en gros fährt jede Woche nach Berlin zu der kleinen Klo. Und wenn er kommt, in Lied zerflossen in ihr Boudoir, liegt sie am Divan hingegossen und zerwühlt ihr Haar. Benjamin, ich hab nichts anzuziehen, mein letztes Kleid ist hin, ich bin so arm. Auf der Flucht vor der Polizei.
bitte, erschieß deinen Gatten. Das wird dann Routine für mich. Und wenn du mal fühlst, dass du mich nicht willst, na dann erschießt du halt mich. Bitte, erschieß deinen Gatten. Das fällt doch niemandem auf. So ein Projektil kostet doch nicht viel im Winterschlussverkauf. Bitte, erschieß deinen Gatten. Irgendwann muss er ja sterben. Setz vielleicht am Laufen Schalldämpfer auf und dann macht's gar keinen Lärm. Du weißt doch, wie sehr wir uns lieben, aber haben tun wir gar nichts davon. Solche Lappalien soll man nicht verschieben und als Witwe bekommst du Pension. Ach bitte, erschieß deinen Gatten, nimm die Ehe doch nicht so genau. Und dann hinterher borg mir dein Gewehr und ich erschieß meine Frau. Zu den Themen beziehungsweise haben wir beide auch was zu sagen. Der Teufel holt den schwarzen Kaffee, wie viel Uhr mag's wohl sein? Und ich kann halt nicht schlafen. Neben mir der alte Affe schläft immer gleich ein. Und ich kann halt nicht schlafen. Ich bin ja noch munter und plage mich und schau an mir runter und frage mich, sind das meine Beine? Deine Beine oder unsere Beine oder wie? Mensch, schlaf nicht, schlaf bloß nicht in Kompanie. Da liegen viele Zeitungsnummern und ein Buch über'n Tanz. Na, was nützt es denn, wenn ich jetzt lese? Kann einer nämlich nicht entschlummern und der andere, der kann's. So wird man so böse. Seh ich ihn so schlafen, dann will ich das auch. Jetzt stößt er die Beine in meinen Bauch. Sind es meine Beine oder deine Beine oder unsere Beine oder wie? Mensch, schlaf nicht, schlaf bloß nicht in Kompanie. Das ist die Hölle, liebe Dante. Der Mann ist so roh, die Decke. Seine. Ich bin hässlich auf der Kante, mal so und mal so. Man glaubt, man hat 700 Beine. Und wenn ich mal anschau, welch Haarwuchs ihn ziert, dann wird's Zeit, dass er sich die Beine rasiert. Sind es meine Beine? Nein, deine Beine! Deine Beine, oder wie? Mensch, schlaf los. Als kleine Mädchen und Bänder hatten wir einen Wunsch, für die Nacht einen leiblichen Grafen. Inzwischen hat sich das geändert, ich zieh eine Flunsch, ich kann also zwei doch nicht schaffen. Ich wünsch mir nur eins und das wünsch
fast auf das Signal. Stand die Waffen noch. Warum denn nicht? Wo ist der Mann?
das, wofür ich lebe. Ich arbeite das ganze Jahr lang. Chefkraft fürs Finanzamt. Ich frag mich, ob das ewig so weitergeht. Ich bin reif, 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 reif für die Insel. Reif, 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 überreif. Und ich frag mich, warum ich noch da bin. Zum Arschstein bin ich scheinbar zu fein. Und ich frag mich, warum ich noch da bin. Zum Arschstein bin ich scheinbar zu fein. Wenn ihr mal ins Brustkasten schaut, wird's mir im Morgen ganz blau. Mein Leben kostet mich mehr, als ich verdient. Meine ganze Energie geht drauf, für Sachen, die ich gar nicht brauch. Für Sachen, ohne die ich sicher glücklicher wär. Ich bin reif, 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 reif für die Insel. Reif, 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 überreif. Zu Waschstein bin ich scheinbar zu fein. Und ich wundere mich, warum ich noch da bin. Zu Waschstein bin ich sicher und zu fein. Ballett!
den Vorhang lasse vereisen. Denn unvermutet stand in der Tür Stroganoff und aus dem Bett sprang der Liebhaber im hohen Morgenluft heimgeführt. Antwortete schon verfluchter, wie sich auf drei Zähnen. Nahmst du nur ihren Körper oder nahmst du auch ihren Seher? Und hätte er gesagt, nur den Körper für den Stroganoff, wäre nicht passiert, was jetzt passiert ist. Väterchen, schon kurz gelaufen. Hey, 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 hey. Tags darauf sitzt Stroganoff im Kaffeehaus. Was sonst? Nur eine Frage, nicht die Freunde. Was war los mit ihren Wurz? Und haben die Schreien wieder bis uns. Man sagt sogar bis ins. Und man spricht, dass dein Schmuschka hat gemacht mit einem Verleugnen bis zum Schmuschka. Bisschen hätte ich noch verstanden, das ist russisch, echt russisch, aber die Vertraulichkeit geht zu weit, tut mir leid. Strogon, Keder wird, verdient wie ein Filet, aber roh, Gräse und so. Und dazu ein scharfes Messer, kann ich zeigen meinem Freund besser, mit Messer, was ich dem armen Schmutsch gefunden. Und mit dem Messer, hey, okay, sticht Stroganoff in das Filet. Kreuz und quer und hin und her, sieht gar nicht wie Filet aus. Ohne Linke hat es mit tollen Stücken voller Mund. Ist das gut, das ist gut, das ist gut. Unser Russisch, echter Russisch. Hey, hey, kein Ballettes, kein Ballettes. Statt Erzählung vor uns ein. Nein, ich will jetzt kein Ballett, jetzt sieht mein Herrgott noch einmal. Stroganoff riecht gnädig jetzt im Gegengeschäft zu sich. Hier, mein Freund, mit Dank zurück, das geborgte Lendenstecken, das im Zweikampf wie ein Held den Ehebrecher dargestellt. Aber jetzt bringt sich die Kirche. Ganz gut sind Väterchen, ich kann kein Blut sehen. Koch in Tränen schreit, oje, wer wird essen, das Haché, dies zerbombt der Schmutz genug, aber kein Filet. Gott, der Schmutz liegt im Topf, Kirchenbub mit rotem Kopf sagt, was soll denn mit geschehen, Väterchen Koch, was soll ich hinein tun noch? Von mir aus, was du willst, du rein, frisst eh kein Schwein. Ob saure Sahne, Zwiebeln, ob Paprika, ob Pfefferling, doch als man es aufs Feuer tut, ein jeder sagt, was riecht so gut. Alle Gäste kosten, reiben sich den Bauch, bin ich auf, tu mir ein Schmoren. So wurde ein kleines Stück von Suppe, oder Gläser, das Frikassee, oder Stroganoff auf Filet geboren. Hey!
Ganz famos und ganz famos.
wenn deine Sonne scheint. Ich wünsche Gott auf Erden lacht und weint, solange wir nicht zu Menschen stehen. Da sag ich nein. Eine solche Wunde kann nicht untergehen. Leute, als erstes der Toni Müller, noch jung, ein wunderbarer Tänzer. Dann unser wunderbarer Evi Tränkner, vielleicht erinnern Sie sich, gibt seinen berühmten Subbass. Und ganz zum Schluss der Gerd Ferdinand mit einer unglaublichen Bühnenpräsenz. Also an diese Leute denken wir jetzt ganz besonders. Alle Achtlosen, Ex-Achtlosen, die hier sitzen, haben von uns zu ihrer Karte den Text zum letzten Lied. Früher mal, da saßen wir beisammen, Text von Margarete geschrieben. Das singen wir nun zusammen. Wenn ihr wollt, wenn ihr da drin sitzt und Lust habt, könnt ihr gerne auf die Bühne kommen dazu. Und den Refrain bitte, liebes Publikum, lautstark mitsingen, dann wird es uns leichter, dann kommen uns nicht die Tränen. Und Wein und Worte schmeckten langsam scharf.